Hallo zusammen, ich bin der DJ Da Conte und ihr schaut 1NAH TV. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen beim 1NAH TV, heute aus der schönen Stadt Luzern. Zu Gast bei uns ist der Fabio Conte, alias DJ Da Conte, der sich meine Fragen wird stellen. Fabio, stell dich doch bitte gerade mal selber vor. Hallo zusammen, ich bin der Fabio Conte, 24 und komme aus dem schönen Kriens-Obernau. Was machst du von Beruf? Ich bin als Beruf Detailhandelsfachmann und arbeite im Softridge Luzern im Videogame-Laden. Okay. Jetzt heute geht es darum, dass wir ein Video über Music und Lifestyle machen, beziehungsweise das Interview. Und dass du neben dem Beruf als Hobby machst, hat ja etwas mit dem zu tun und ist dieser Kategorie unterzuordnen. Was ist das? Ich bin jetzt seit etwa einem guten einem Jahr, habe ich mir als Hobby DJ, also Auflegen, zugelegt. Ja. Seit einem Jahr ist das? Ja, gut ein Jahr bin ich jetzt hier als vorher als DJ Fabo, jetzt als DJ Da Conte unterwegs. Hoffentlich mit vielen Buchungen in diesem Jahr. Wieso hat sich der Name geändert von DJ Fabo zu Da Conte? Ja, das ist dazu gekommen, weil ich für das Booking engagiert worden bin. Es ist mir einfach gesagt worden, der Name muss sich ändern, weil es passt nicht zum Label. Und der Kollege hat mir den Namen auch schon vorgeschlagen, Da Conte. Und ja, der Name hat mir dann auch schlussendlich auch selber gut gefallen und ja, hat auch etwas mit meinem Nachnamen zu tun, Da Conte. Hat sicher wieder ein Königswert, genau, ja. Richtig. Jetzt, wie bist du zu dem gekommen? Was war die Motivation gewesen? Oder was war ausschlaggebend für das? Ja, ich bin in der, ja, jetzt auch noch und auch früher viel im Ausgang gewesen, meistens auch in Nachtclubs, wie zum Beispiel Sloft bin ich oft gewesen. In Vegas bin ich oft, ja, meistens dort, wo Party abgeht, halt elektronische Musik. Und da haben wir dann nachher gedacht, hey, DJ wäre schon noch etwas Geiles. Und da habe ich mir dann irgendwann mal mit meinem ersten Equipment zugelegt. So einen ganz kleinen Hercules DJ Controller, 100 Franken. Und ich dachte, hey, ich will es mal probieren. Und so hat sich das nachher gesteigert, schlussendlich. Und ich dachte, es macht mir Spass. Und inzwischen nehme ich auch Mixtapes auf, meine Club-Session auf und die sind auf Soundcloud, werden die auch oft gelost. Also die kann man im Internet offiziell anlassen? Genau, richtig. Über deine Facebook-Seite nehme ich an? Kann man über meine Facebook-Seite oder auch auf Soundcloud Digital Content eingeben und dann kommt man auch auf meine Club-Session. Okay, jetzt die Vorstellung, die ich habe von einem klassischen DJ, ist einer, der hinter einem DJ-Pult steht, stylisches T-Shirt, Kopfhörer, mit Vinylplatten am Arbeiten, hat sich da etwas geändert? Oder wie sieht das heutzutage aus? Ja, ich sage jetzt mal, was sich sicher geändert hat, ist Technik. Mit Vinylplatten tut man heutzutage weniger auflegen. Es gibt immer noch DJs, die haben auch Turntables, also Vinyl-Turntables. Aber heutzutage ist Technik so vorgeschritten. Es gibt jetzt CD-Player, wo man einfach ganz einfach mit CD oder auch mit USB-Stick Musik wirklich problemlos abspielen kann. Okay. Was machst du für Musik? Was legst du für Musik auf? Ich lege hauptsächlich elektronische Musik auf. Oder, heutzutage sagt man dem Überbegriff EDM. Das ist eine Abkürzung für Electronic Dance Music. Okay. Jetzt, was hörst du persönlich für Musik? Es gibt ja vielfach das Phänomen, oder ich sage jetzt mal, dass man die Musik, die man hört, in der Stimmung anpasst, die man gerade hat. Ist das bei dir auch so? Oder hörst du permanent eigentlich immer die gleiche Musikrichtung? Ja, also ich bin eigentlich auch mit elektronischer Musik eigentlich immer unterwegs. Also täglich höre ich sicher elektronische Musik. Es kommt schon ein bisschen an die Stimmung drauf an. Manchmal, wenn es mir gut geht, höre ich ein bisschen härtere Sachen. Wenn es mir nicht so gut geht, manchmal ein bisschen chilliger Sachen. So ein bisschen im Deep House zum Beispiel. Ist ein bisschen ruhiger und ein bisschen angenehmer. Okay. Weiters ist es so, dass viele Schauspieler schauen die Filme nicht gerne, wo sie selber mitspielen.
Hörst du die Musik, die du machst oder mixst eigentlich auch? Oder tust du das trennen, dass du Musik hast, die du hörst, aber eigentlich von deinen eigenen Sachen eher ein bisschen Abstand hast? Nein, also das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich meine Sessions selber höre. Weil meine, man kann sich immer ständig verbessern. Wenn man merkt, der Übergang zum Beispiel ist jetzt nicht so gut gewesen, kann man es nach dem nächsten nachher auch ein bisschen besser machen. Also ich, wenn ich meine Session auf Soundcloud auflade, tue ich auch selber die hören, zum Beispiel Revue passieren, hey, ist das jetzt gut oder kann man es ein bisschen besser machen? Ja, das ist für mich ein wichtiger Aspekt. Du machst das Ganze nebenberuflich, eben, du arbeitest 100%. Ja. Wie viel Zeit investierst du für das Hobby? Ja, eigentlich meistens, wenn ich heimkomme, wenn ich mal Lust habe, wenn ich in Laune bin, und ich mal wirklich mein Equipment anstelle und einfach drauf losmixen und spontan einfach irgendetwas machen. Und meistens nach dem Arbeiten tue ich mich auch mit dem sozusagen abschalten. Und ich bin auch täglich an Musik suchen, neue Musik, wo mir für die nächste Session gefallen wird, wo ich drauf tue. Jetzt ganz eine interessante Frage, was macht für dich als DJ ein guter DJ aus? Ja, ein guter DJ soll für mich halt einfach auch Stimmung bringen, je nachdem, was für ein Event. Ich kann jetzt nicht DJs nicht gut finden, die Hip-Hop auflegen. Ich meine, das sind auch DJs, es ist jetzt nicht gerade meine Musikrichtung, aber sie sollen Stimmung machen. Sie sollen auch, können mixen. Weil ich meine, Play und Pause und Play drücken, das kann jeder. Ich finde einfach gute Übergänge und einfach gut mixen, das ist für mich sehr wichtig. Ich meine, ein DJ, der nur Play und Pause drückt und ein bisschen an diesen Regeln dort machen, ist für mich, ja. Hast du das auch schon erlebt im Ausgang, in dem Fall? Ja, ich habe auch schon DJs gesehen, die halt einfach, ja, sie können auflegen und Play und Pause. Also ich wollte jetzt nicht sagen, ich bin jetzt der beste DJ, aber ich habe schon Besseres gesehen. Okay. Was sind deine Vorbilder in diesem Bereich von der Musik? Ja, sicher der Nummer 1 DJ, Hardwell, ist jetzt auch ein grosses Vorbild. Er macht sehr geile Musik. Ich finde seine Musik auch super, seine Tracks finde ich super. Aber auch Schweizer DJ, den ich auch gut finde, zum Beispiel der DJ Pep Farrell, finde ich auch super. Das war auch eine Inspiration, wieso ich mich auch mit dem DJing befasst habe nachher. DJs haben ja nicht immer nur einen guten Ruf. Es ist ja vielfach auch eigentlich das Vorurteil, dass wenn ein DJ sehr berühmt ist, in einem Club ist, auflegt, viele Groupies hat, dementsprechend guten Anhang bei den Frauen findet, und wieder das endet, kann man sich auch denken, wie stehst du zu dem, zu dieser Aussage oder zu dem Vorurteil? Ja, also eben, man kann mit DJs natürlich Geld machen, das ist logisch. Ich sage jetzt mal, es gibt DJs, die prallen mit dem, sagen, hey, ich habe das Geld, ich bin der Beste. Wenn es nur, weil es vielleicht mal 1-2 Tracks mal Welthit gemacht haben. Ich meine, man sollte auf dem Boden bleiben. Es ist ein schwieriges Business, sage jetzt mal DJ. Man muss sich mit vielen messen und eben, vielen kann das auch ein bisschen zu hoch kommen, sage jetzt mal. Das Geil und das Geld, he? Ja, ja. Eben, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt mal wirklich gross wird aufkommen, ich muss es nicht zeigen mit Goldkettel oder was auch immer. Obwohl du natürlich auch jetzt nicht weißt, wie sich das dann würde ändern. Ja, aber ich... Zu meinem sagen, ich würde sagen, ich würde das nicht machen, weil ich bin von der Person her auch nicht so. Wie würdest du dich selber beschreiben? Ja, wie soll ich sagen? Ein Aufgestellter, manchmal ein bisschen zu lieben, zuvorkommend, ja. Du bist ja DJ Newcomer aus dem Kanton Luzern. Ja. Was sind deine Ziele? Was willst du erreichen? In welche Richtung willst du gehen? Ja, also sicher mal ein paar Buchungen auch ein bisschen bekommen in verschiedenen Clubs. Auch bekannt zu werden, sagen, hey, das ist der DJ Da Conte, den habe ich gerne gehört. Wenn der in diesem Club war, hey, den höre ich gerne und Bekanntheit ein bisschen bekommen. Ganz wichtige Frage als nächstes, wann sieht man den DJ Da Conte das erste Mal auflegen in einem Club?
Ja, da kann ich wirklich sagen, das erste Mal werde ich meine erste Buchung habe ich im Love Club am 26. April bei der ersten EDM Nights Luzern. Werde ich zusammen mit dem Pep Pharrell, dem Dave 202, dem Raffi Lusso und vielen anderen DJs können dort auflegen. Was erwartest du dir persönlich von dem Abend? Ja, sagen wir mal, die Atmosphäre mal zu erleben, wie sie ist, in einem Club aufzulegen. Nicht nur bei mir im Zimmer innen, weil bei mir im Zimmer innen ist ja keiner, außer dich selber. Und die Reaktionen der Leute bin ich sehr gespannt, wenn ich sie erst mal auflege. Und natürlich ein fehlerloser, mit fehlerlosen Übergang, einfach einen guten Auftritt auf jeden Fall. Guten Abend mit guter Stimmung. Genau, richtig. Okay. Die nächste Frage. Wir haben jetzt über Buchungen geredet, Bookings. Ja. Wie kann man dich buchen? Am besten geht man auf meine Facebook-Seite, DJ Da Conte. Und dort ist auch meine E-Mail-Adresse, wenn es mir nicht recht hat, djdaconte@gmail.com. Kann man mir ein E-Mail schreiben und mich buchen. Am 9.8.2014, ganz ein wichtiges Datum im Übrigen, haben wir eigentlich die erste grosse Eisnähe Club-Party. Wo ja du auch erst dabei bist. Ja. Freust du dich nämlich an? Ja, sehr. Weil, ich freue mich vor allem, weil ich am 26. April werde ich ein bisschen leger anfangen, mal von den Anfang. Und an der Eisenau-Party wirklich mein Bestes von mir. Wir freuen uns natürlich genauso und Hoffnung ist da, dass es einen reibungslosen Auftritt gibt von dir. Natürlich, gute Stimmung wird es sowieso geben. Wie erwähnt, das ist eine glatte Party als erstes, also Kollegen und Kolleginnen werden jetzt im Vorfeld abgesprochen und wir gehen auch davon aus, dass das natürlich für dich gute Werbung wird sein. Für dich auch, hoffe ich natürlich auch. Und jetzt du hast schon etwas mitgenommen, ja. Was hier vor uns auf dem Tisch liegt. Ja. Du doch das gerade mal präsentieren. Ich habe hier meine Club Session mitgenommen. Ich habe jetzt speziell für euch habe ich 3 Zettel zum Verlosen. Das ist ein Spezialmix, habe ich wirklich speziell für euch gemacht. Und die kann man gewinnen. Und zwar mit der ganz einfachen Frage, was heisst, oder unter was versteht man den Begriff EDM? EDM, wenn ihr die Lösung wisst, schickt uns ein E-Mail mit Namen und Adresse an die Adresse gewinnspiel@1ne.ch. Das ist ganz wichtig, das läuft 2 Wochen lang. Bis am 15.04.2014. Gewinnen werden im Facebook mitteilt sowie auch schriftlich benachrichtigt. Und wir hoffen natürlich auch für dich, dass da die hier mitmachen, so eine CD gewinnen. Ja. Ich persönlich würde mir natürlich auch eine zutun. Ja. Und es lohnt sich nicht mehr, oder? Ja, auf jeden Fall. Sind, sicher, das ist jetzt meine Best-of-CD, sage ich jetzt mal, mit meinen Lieblingstracks drauf. Und die Tracks, die im letzten Sommer oder letztes Jahr wirklich auch viel gespielt worden sind und auch für Stimmung gebracht haben. Sich informieren darüber, was immer so neu läuft. Ich nehme an, du musst als DJ immer auf dem neuesten Stand sein. Ja. Da ja du auch immer das Aktuellste natürlich im Trend willst mitlaufen. Ja. Wie tut man sich informieren über das, was aktuell läuft? Hörst du viel Radio oder bist du viel im Internet unterwegs? Ich meistens über Facebook. Ich sage jetzt mal, ich tue mich auch viel mit Musik. Soundcloud meistens so ein bisschen, was aktuell ist. Ich abonniere sicher Channel abonnieren auf YouTube von diesen gewissen Plattenfirmen, die auch die Tracks releasen und dann weiss ich so ein bisschen, was am neuesten Stand ist. Hören auch Mixes von anderen DJs und schauen, was dort so gespielt ist und was dort so ein bisschen angesagt ist. Gut. Also, von unserer Seite wäre es das gewesen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und vorbeikommen bist. Ja, danke für das Interview auf jeden Fall. Sehr ein angenehmer Interviewpartner gewesen übrigens. Ja, sehr sympathische Person. Und er hat gesagt, wo er auflegt, geht vorbei. An der spätestens 2. 1-Nähe-Party sind ihr natürlich auch alle öffentlich herzlich willkommen. Ja, wir bedanken uns. Ja, ich bedanke mich auch. Und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum 1NÄH-TV, heute aus der Stadt Luzern. Zu Gast zum Interview bei uns ist der Fabio Conte. Fabio, stell dich doch bitte gerade mal selber vor. So, alle zusammen, hausse. Fuck.
Was machst du? Das ist der falsche. Mann! Egal welche Stimmung du gerade hast. Auf jeden Fall ist ja. Es so, dass wir. Filmen dann? Super. Muss ich unsere Fragen dort stellen? Halt, stopp. Muss ich weiter. Wenn du dich bewegst, kommt dein Kopf drin. Ich? Nein. Das habe ich ja. Ich hab etwas gehört. Ich hab die Nase drin gesehen.